Tennis-Deutschland blickt in diesen Tagen nach Berlin, ins Steffi-Graf-Stadion und die schöne Anlage des Traditionsclubs Rot-Weiß, wo sich die Weltstars von morgen zu den 41. internationalen deutschen Jugendmeisterschaften treffen, in Allianz Kundler German Juniors. Bei den Juniorinnen schlagen 14 der besten Top 100 auf. Bei den Junioren sind es nur zwei weniger klasse Felder, Hochbetrieb auf allen Plätzen unter blauem Sonnenhimmel. Auch die Berlinerin Santa Strombach vom Gastgeber musste ihre erste Bewährungsprobe bestehen. Sie traf auf die Spanierin Ana Lantigua de la Nuez. Santa verschlief den ersten Satz, viele leichte Fehler und verlorene Aufschläge führten zu einem schnell verlorenen ersten Durchgang, 2:6. Das wollte die ehrgeizige Berlinerin aber nicht auf sich sitzen lassen. Ihr Kampfgeist erwachte, bei 6:6 ging es in den Tiebreak, Elfmeterschießen. Strombach gewann es 10:8, knapper geht es nicht. In Satz 3 war sie endlich richtig munter, Sieg mit einem sicheren 6:3. Also ich habe ja letztes Jahr auch schon mitgespielt, ich habe irgendwie immer in 3 Sätzen die erste Runde gespielt, ist halt normal bei mir eigentlich. Und dann war ja auch schon knapp, ich habe ja Matchball abgewehrt im zweiten und dann habe ich es einfach, ich habe einfach gespielt. Santa war aber nicht die einzige aus der Tennisfamilie Strombach, die sich freuen durfte. Ihr Bruder Robert siegte auch 6:3 und 6:3 gegen den Ungarn Lenard Soha. Annika Stabel, nach dem Erreichen des Viertelfinals im Vorjahr 2017 von vielen als Mitfavoritin angesehen, sorgte für eine der ersten angenehmen Überraschungen. Sie besiegte mit klugem, temporeichen Spiel die 700 Plätze besser im ITF-Ranking platzierte US-Amerikanerin Victoria Flores, die gerade das Juniorenturnier in Offenbach gewonnen hatte. Ja, der erste Satz war gut. Ich habe von 1:2 dann 6:2 gemacht. Und im zweiten Satz war das dann so, dass mein Aufschlag nicht mehr geklappt hat. Dann habe ich sie ins Spiel gelassen, dumme Fehler gemacht. Sie hat auch gut gespielt. Also ich musste mich selber erstmal finden im zweiten Satz wieder. Durch die Aufschläge war ich ein bisschen, da habe ich zu lange überlegt, was ich jetzt anders machen soll und was nicht. Aber habe mich dann im dritten Satz Glück noch gefunden. Noch spektakulärer als Annika Stabels Sieg war das Ausscheiden der beiden topgesetzten Spielerinnen. Favoritin Xiu Wang aus China unterlag der Schwedin Melis Yazar 4:6 und 4:6. Die zweitgesetzte Enshu Liang aus Taiwan verlor vollkommen unerwartet gegen die Australierin Bai Jinglin 6:4, 5:7 und 2:6. Rudolf Mollicker, frisch gekürter Sieger aus Offenbach, traf in seiner Auftaktbegegnung auf den Briten George Lofhagen. Hohes Tempo in den Grundschlägen, platzierte Aufschläge, ein klasse Match. Es war deutlich enger, als das 6:0 von Mollicker aussagt. War ein souveräner Auftritt, vielleicht gut ins Spiel gefunden, ein paar enge Spiele auch gewonnen. Zu Beginn war es ja doch auch umkämpft, obwohl der Spielstand immer sehr gut aussah, war es ja doch an einigen Stellen umkämpfte Spiele. Und insofern bin ich sehr zufrieden, ohne viel Kraft gelassen zu haben, jetzt die erste Runde gut gemeistert zu haben und dass es weitergeht für uns. Es war ein guter Start ins Turnier mit packenden Matches, einigen nicht erwarteten Ergebnissen, vor allem aber gutem Tennis von den Weltstars von morgen.